Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer Custom Corner. Ach ja, ich kann euch wieder schöne Custom Pops zeigen. Jawohl, nachdem wir in den ersten zwei Folgen ja im Prinzip das Clashtomized Team vorgestellt haben, möchte ich euch heute Manila Pop vorzeigen. Oder Pop Base Manila, wie sie heißen. Ich gucke hier gerade schon ganz fleißig, ob man die irgendwo findet bei Facebook oder ob die eine eigene Webseite haben, aber irgendwie ist das schwierig, da was zu finden. Teilweise findet man was bei Big Boy Toy Store oder Big Boys Toy Store. Da müsst ihr dann mal schauen, ob ihr das irgendwie selber rausfindet, wenn ihr von denen irgendwas haben wollt. Zeigen möchte ich euch die aber trotzdem. Vor allen Dingen deswegen, weil gerade zwei von den Pops, die hier gemacht haben, auch von Funko wirklich rauskommen und im Handel erhältlich sein werden. Und ja, da muss man noch mal zeigen, das Ganze. Ne? Spanne ich euch nicht länger auf die Folter, guckt mal hier. Das ist nämlich deren Interpretation von Asterix und Obelix, die ja auch als reguläre Pops rauskommen. Oder vielleicht sogar schon rausgekommen sind. Vielleicht habe ich die sogar schon gezeigt. Keine Ahnung. Hey, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, schaut mal. Ne? Pop Base Manila hat Asterix und Obelix als Funko Pops gemacht. Ich muss mal ein bisschen rüber, damit ihr das besser sehen könnt. Dann kann ich das Bild machen. So, schön groß das Bild jetzt. Ne? Ja. Die sehen natürlich ein bisschen anders aus, als die letzten Endes aussehen als Figur. Weil die natürlich basierend sind auf regulären Funko Pops. Das sind ja Do-It-Yourself Pops, wo sie dann mit umgemodelt haben. Die Funko selber schummelt ja ein bisschen, wenn sie Figuren rausbringen, die ein bisschen anders aussehen optisch. Aber ich finde, aus dem regulären Pop ist das, was die hier rausgeholt haben, doch schon ziemlich genial. Ne? Sehr, sehr cool. Ich habe ja gesagt, ne? Asterix und Obelix könnten eventuell die Tür aufschwingen für andere europäische Figürchen. Und da haben wir das hier noch gefunden bei wir. Warum sage ich wir? Das habe ich ganz alleine gefunden. Habt ihr gar nichts mit zu tun? Nein, keiner von euch. Ich habe die gefunden. Schaut mal hier. Hier, Pop Base Manila hat auch noch Captain Haddock und Tim und Struppi gemacht. Das sind auch Figuren, die es offiziell nicht gibt und die sehen auch sehr, sehr cool aus. Guckt euch das mal ganz genau an. Richtig genial geworden. Finde ich schon geil. Würde ich mir auch hinstellen. Also selbst diese Customs finde ich gut. Die sind jetzt natürlich nicht super perfekt. Ne, das sind halt schon, man sieht es denen an, dass sie irgendwo ein Stück weit selbst gemacht sind. Ne, aber sie sehen trotzdem sehr, sehr genial aus und ich finde das sehr, sehr cool. Und ich finde es halt auch cool, wenn es Figuren gibt, die eben nicht so aussehen, wie das, was man kennt. Die sind natürlich schon ein bisschen anders. Und die Figuren gibt es halt nicht von Funko. Dementsprechend ist das eine tolle Sache. Schaut euch das mal an. Captain Haddock und Tim und Struppi oder Tintin, wie er im Original heißt. Ne? Dann habt ihr die vielleicht auch schon mal gesehen. Ne? Das ist jetzt ganz alter Scheiß sozusagen. Popeye und Brutus. Jawohl, lange ist das her. Ne? Gab es ja schon in den 20er, 30er Jahren. Ist ja Popeye schon groß gewesen. Und damals erst als Comicstrip in den amerikanischen Zeitungen. Und später dann halt in einer seiner eigenen Serie. Da klingelt glatt das Telefon. Ich mache mal eine kurze Pause. Oh, meine Mega-Man-Figuren sind bei GameStop. Deswegen gerade der Anruf. Abholen. Jawohl, eine davon ist eigentlich nur für mich. Gerne gehe ich weiter. So, wir waren hier stehen geblieben bei Popeye. Popeye war übrigens interessanterweise erst eine Nebenfigur in seiner eigenen Reihe. Jawohl, das ist tatsächlich wahr. Da ging es vorher um ganz andere Sachen. Und er war eigentlich nur so eine Nebenfigur, die man mal brauchte, weil Olive Oil irgendwie gerettet werden musste. Und da haben sie ihn dann eingeführt. Und ja, seitdem ist er der große Spinatfresser. Ne? Auch die finde ich als Pops sehr, sehr gut gelungen. Sehen sehr, sehr cool aus. Und kann man machen. Also finde ich auch nicht schlecht. Würde ich mir auch wünschen, dass die mal einen offiziellen Release kriegen. So, und dann noch ein Bild. Das fand ich auch sehr genial. Die haben auch noch mehr. Also wenn ihr mal nach Pop Base Manila sucht, werdet ihr bei Bildersuche doch einiges finden, was die noch gemacht haben. Aber die hier finde ich auch sehr cool. Das sind SpongeBob und Patrick als X-Men. Hammer, oder? Das finde ich cool. Also da, ja, das finde ich cool. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich bin kein riesen SpongeBob-Fan. Ich finde die zwar ganz lustig, aber auch ein bisschen dämlich. Das hier finde ich schon wieder richtig cool. Also wenn sich jemand Mühe gibt, sowas zusammenzubasteln, das hat was. Also kann sich sehen lassen. Als Wolverine und als Cyclops. Sehr, sehr genial. Also, ich hoffe, ihr hattet einigermaßen Spaß dabei, zuzugucken, wie ich hier die Figuren zeige. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Macht's gut, liebe Leute. Tschüss.